Mein Name ist Silvan Klautrath. Ich bin durch ganz Deutschland gereist, um mich mit den spannendsten Führungspersönlichkeiten auf einen Kaffee zu treffen. Heute bei Culture Coffee die ehemalige CEO von TLGG, Franzi Kühne, und die neue CEO, Stefanie Lüdecke. Cool, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Wir sind ja heute hier im Paul Linkofer bei euch im Headquarter. Ihr seid ja, ich glaube, Kreativagentur und auch Beratung und alle möglichen Sachen macht ihr hier. Und man merkt schon, das ist ja auch wirklich lebendig, also eine coole Location. Als ich mich vorbereitet habe, habe ich gefragt, was kann ich euch denn für Fragen stellen? Weil wir sitzen jetzt hier mit euch beiden und du bist ja gerade am Gehen als CEO, du bist gerade am Kommen als CEO oder jetzt schon da seit ein paar Wochen. Und ich meine, als Gesicht bist du ja bekannt, glaube ich, in der Werbebranche. Man weiß irgendwie so grob, wer du bist. Ist das leichter oder schwerer, jemandem zu folgen, der so einen Bekanntheitsgrad hat? Was glaubt ihr dazu? Also ich finde es erstmal gut, in einem Laden zu sein, der bekannt ist. Und für den zwei sehr starke Gesichter draußen im Markt aktiv sind. Das sind sowohl Franzi bisher gewesen, als auch Christoph Bornstein, der nach wie vor ja fürs Unternehmen eine sehr starke Rolle hat und als Gründer auch im Unternehmen bleibt. Und das ist erstmal eine gute Ausgangslage, um für mich zu übernehmen. Und von einer starken Frau zu übernehmen, ist an der Stelle immer der bessere Weg, irgendwie, weil das Level, auf dem die Agentur läuft, einfach schon ein sehr gutes ist und der Markt ist auf dieses Unternehmen vorbereitet. Mhm. Und das macht erstmal Spaß. Ich glaube aber auch generell ist es wichtig zu sehen, wer steht hinter einem Unternehmen, wer steht hinter einer Marke, sodass man sich auch mit den Leuten, die hinter einem Produkt stehen, identifizieren kann. Also ich glaube generell ist es wichtig, ein Gesicht zu einer Marke zu haben. Mhm. Und wenn ich mir das vorstelle, ich meine, das Gesicht, was man nach außen porträtiert, das ist ja nicht immer, wie man dann auch intern ist, beispielsweise im Unternehmen. Naja, im besten Fall ist es das schon. Also, manche? Ja, na klar. Also wenn man nach außen eine komplett andere Person ist, als man die nach intern ist, ist es ja nicht mehr authentisch. Und ich glaube, authentische Kommunikation ist maßgeblich und das Wichtigste dafür, dass sowas funktionieren kann. Ich kann mir vorstellen, dass es manchmal, wenn man stehst auf einer Bühne oder bist jetzt in einer bestimmten Situation, dann kann es ja nicht immer so sein, wie du möchtest. Also stelle ich mir zumindest schwierig vor. Ich bin ja auch, wenn ich bei Freunden unterwegs bin, bin ich vielleicht anders, als wenn ich zu Hause bin. Also man hat ja einfach eine andere Persönlichkeit dann. Und das ist ja dann nicht gleich unauthentisch, also in meiner Also Weise. Dem würde ich widersprechen. Ich glaube schon, als Mensch ist man authentisch. Und ich glaube, als Führungskraft oder als jemand, der ein Unternehmen leitet, tut man gut daran, diese Persönlichkeit auch mit ins Unternehmen zu bringen. Dass das nicht damit zusammensteht, zu sagen, dass man alles überall erzählt, ist ja was völlig anderes. Aber welche Person man ist und wie man das verkörpert, das sollte schon authentisch sein. Und ich glaube, da schneidet sich auch Privatleben, Jobleben und in- und externe Kommunikation. Ich würde von mir auch nicht sagen, dass ich unterschiedliche Persönlichkeiten habe. Mhm. Also wenn ich auf Instagram unterwegs bin, zeige ich natürlich nicht alles, was ich so privat mache. Aber ich bin keine komplett andere Person. Das ist immer das, was zeige ich von mir, aber ich ändere da meine Persönlichkeiten nicht. Also, ja. Also Authentizität für Führung ist auf jeden Fall essentiell, das glaube ich auch. Und wenn die Marke dann zu dem passt, was man wirklich ist, das ist natürlich toll. Also habt ihr nicht bewusst dran gearbeitet, sozusagen du selbst an deiner Marke, sondern ist einfach passiert? Das ist einfach passiert und das ist insbesondere passiert, als ich in den Aufsichtsrat gekommen bin und dann mit so einer öffentlichen Wahrnehmung zu tun hatte, die es vorher gar nicht gab. Mhm. Und mir das aufzubauen, da habe ich nicht bewusst dran gearbeitet, aber das ist schon was, wo ich reinwachsen musste. Also lernen musste, okay, welche Fragen werden mir gestellt, wie antworte ich darauf und solche Sachen zu lernen, war halt wirklich Learning by Doing, durch Erfahrung sammeln. Was waren da so die spannenden Learnings? Also gab es mal irgendwo eine Situation, wo du sagst, okay, da muss ich mich echt mal mit beschäftigen, wie ich damit jetzt umgehe? Das passiert so im Flow, glaube ich. Also, dass mir Journalisten gerade am Anfang, als so diese Aufsichtsratstätigkeit neu war, die Fragen stellen, was habe ich in meinem Koffer, was ziehe ich zur Aufsichtsratssitzung an, wird man mit einem anderen Kater ernst genommen? Solche Fragen, da war ich überhaupt nicht drauf vorbereitet und dachte mir auch, warum ist denn das alles so oberflächlich? Es geht doch um Digitalisierung, es geht um die Kompetenz von Digitalisierung, die ich in den Aufsichtsrat bringe. Ja. Und um mit sowas umzugehen, da habe ich schon eine Weile für gebraucht, ja. Okay. Und du warst ja, glaube ich, vorher auch bei größeren Unternehmen, ProSieben war da, glaube ich, mit dabei. Ist das für dich etwas, was du schon länger gelernt hast oder auch was du kürzlich dir neu angeschaut hast? Also
was man sagt, wie man wirkt, das ist etwas, was für mich ein Prozess der letzten 20 Jahre war. Das ist die Zeit, in der ich im Job unterwegs bin. Ich bin sehr früh auch in Verantwortung gekommen, das heißt, ich hatte es relativ schnell mit Medien und Anfragen zu tun. Und genau wie Franzi das sagt, man lernt mit der Zeit umzugehen damit, welche Fragen werden einem gestellt, wie wirkt man sozusagen, sich selbst zu reflektieren. Das sind so Dinge, die über Jahre gewachsen sind. Das hat wenig etwas zu tun, irgendwie, dass man spontan in ein neues Unternehmen geht. Weil da nimmt man seine Persönlichkeit nicht ab und nimmt eine andere an. Das ist irgendwie, glaube ich, ganz wichtig. Zielt ja auch auf das Thema Authentizität an der Stelle ab. Mhm. Aber sicherlich gibt es in jedem Unternehmen etwas Neues zu lernen und auch zu sehen, wie wir dieses Unternehmen irgendwie verkörpern können. Und da ist für mich Franzi auch jemand, wo ich sehr stark hingeguckt habe. Irgendwie. Welche Art der Kommunikation hat da bisher stattgefunden? Was sind die Themen? Womit positioniert sich TLGG nach draußen? Und das sind natürlich schon Themen, mit denen ich jetzt für mich lerne, umzugehen und die für mich auch eine ganz spannende Herausforderung sind. Wie lang war so ein Prozess eigentlich, sich kennenzulernen und dann zu entscheiden, dass du die Nachfolge machst? Ist das eine Woche oder ein Monat oder ein Jahr gewesen? Ja, ich würde sagen, wir haben einige Wochen immer mal wieder so on und off Gespräche geführt, um uns näher kennenzulernen. Denn das ist für beide Seiten ja eine große Entscheidung. Also als Gründer rauszugehen aus einem Unternehmen und das jemandem anderen mit anzuvertrauen, ist, denke ich, eine sehr, sehr große Sache. Für mich ist es auch entscheidend, in welches Unternehmen gehe ich, was finde ich davor, passe ich zum Unternehmen, was kann ich für einen Benefit liefern. Und das ist schon über ein paar Wochen ein Prozess gewesen, den wir zusammen geführt haben. Und dann haben wir eine große Chance gehabt, einfach 4 Wochen auch gemeinsam dieses Unternehmen zu führen. Ich hatte eine Chance, einfach mit Botha und Franzi einfach nebenher zu laufen und mir anzugucken, was haben die hier aufgebaut, was sind die Themen, wie sind sie bisher damit umgegangen, was fällt mir auf. Das ist eine Riesenchance, die man häufig als neue Führungskraft nicht hat. Häufig kommt man in ein Unternehmen und übernimmt etwas, wo Gründer schon raus sind oder eine Führungskraft raus ist. Das war für uns eine Riesenchance, die wir auch genutzt haben. Und dementsprechend sind wir auch heute immer noch wieder in Kontakt, um uns bei Themen mal abzustimmen, um Erfahrungswerte auszutauschen. Und wenn ich mir vorstelle, ihr habt euch dann so kennengelernt oder wart in der Kennenlernphase gerade, da hat man ja ein Bild, was sich dann zeichnet von dem anderen, was ist vielleicht der Stil, ein Führungsstil. Wenn ihr jeweils den anderen oder den Führungsstil des anderen mit einer Modemarke beschreiben würdet, welche wäre das? Franzi, wie würdest du Steffi beschreiben? Eine Modemarke? Genau. Was ist denn das für eine Quatschfrage? Das wird es dem CEO von der Deutschen Bank nicht fragen, oder? Den CEO von der Deutschen Bank würde ich wahrscheinlich das nicht fragen, genau. Also. Ja, also ich würde es nicht mit einer Modemarke vergleichen, sondern eher mit dir als Person und würde sagen, dass, also Stefanie hat einfach eine wahnsinnig offene und direkte Art, die mir sehr nah ist. Also dieses sehr direkt sagen, was los ist, tacheles Reden, auf dem Punkt sein und auch wahnsinnig strukturiert sein, das ist was so Eigenschaften an mir sind, die ich an Stefanie auch sehr schätze. Also dieses sehr, sehr Klare insbesondere. Ja. Cool. Und andersrum? Ja, ich habe Franzi ja als Person vorher kennengelernt und dann jetzt hier auch im Unternehmen als Führungskraft und Gründerin. Und ich habe einfach einen Führungsstil bei ihr kennengelernt, der sehr auf Augenhöhe war, sehr stark auf Vertrauen mit den Mitarbeitern setzt und einfach da an der Stelle viel, viel Eigenverantwortung bei den Mitarbeitern triggert. Und das war gut zu sehen, wie weit dieses Unternehmen an der Stelle ist, einfach sehr viele Leute zu haben, die ein hohes Verantwortungsbewusstsein haben, die eine Eigenmotivation besitzen. Und das war von Franzi und auch von den anderen Gründern sehr stark getriggert, einfach durch einen sehr großen Vertrauensbonus, den es immer gab und ein sehr hohes Maß an Transparenz. Das klingt auf jeden Fall, als ob ihr euch da gut kennengelernt habt und auch gut passen kann. Muss man denn dann, wenn man reinkommt, irgendwie eine Brücke bauen zwischen den Dingen oder passiert das automatisch? Also wenn man so eine Kultur übernimmt, in Anführungszeichen, muss man auf besondere Dinge achten? Ich glaube nicht, dass das automatisch passiert. Also wir haben uns im Vorfeld sehr viele Gedanken gemacht, wie kann man auch so Stefanie kulturell in die Firma holen, wie vermittelt man die Werte, die wir so haben. Und das ist schon was, wo man genau drüber nachdenken muss. Und dann musst du es schaffen, gerade die Führungsebene, das Management-Team so mit Stefanie auch zu verdrahten, nicht nur die Themen zu übergeben, sondern denen auch Zeit zu geben, dass sie sich kennenlernen können und so miteinander Zeit haben, dass es auch menschlich passt. Also das kann man schwer beeinflussen, aber eben Zeit und Raum dafür zu geben, ist wahnsinnig wichtig in so einer Phase.
Aus meiner Sicht ist es auch schon ein Unterschied, ob man von Gründern übernimmt oder von einem angestellten Management, weil die Gründer einfach mit ihrem Unternehmen natürlich viel emotionaler verbunden sind. Hier ist jeder Einzelne eingestellt worden von dem Gründer. Die Werte, die Strategievision ist sehr stark von den Gründern mitgetrieben. Das, was ich für mich ausprobiert habe, was mit Franzi, Botham und Christoph extrem gut funktioniert hat, ist einfach wirklich mitzulaufen, Leute gut kennenzulernen, mir dann auch selber Zeit mit den Leuten zu nehmen. Ich mache kleine Praktika in meinen Teams, gucke mir genau an, was die tun, versuche zu verstehen, wie die bisher gearbeitet haben und nicht sofort mit, ich sag mal, den Lösungen aus alten Unternehmen auf die neuen Herausforderungen eines neuen Unternehmens zu reagieren. Und damit mache ich hier gerade ganz gute Erfahrungen. Es ist nicht zu schnell ins Agieren zu kommen, nicht zu schnell Lösungen irgendwo drauf zu werfen, sondern wirklich zu gucken, was bietet das Unternehmen an, was bieten die Leute an. Das halte ich für einen richtigen Weg, weil Kultur ist ein wichtiges Gut. Kultur wird auch nicht umgeworfen, nur weil ein neuer Geschäftsführer an Bord geht, sondern ich darf Teil einer Kultur werden. Ich darf über die Zeit auch sozusagen meinen Impact entfalten, aber ich setze auf das auf, was dieses Unternehmen bisher geprägt hat. Und das ist sehr stark. TLGG ist sehr auf Werte aufgesetzt worden, zum Teil sehr bewusst, zum Teil ist das unterbewusst einfach über die Jahre passiert. Aber das ist ein sehr starkes Asset, was wir hier haben, was einfach auch zu einer sehr hohen Loyalität von Mitarbeitern führt, ein hohes Involvement der einzelnen Mitarbeiter. Und da muss ich mich reinarbeiten. Also man gehört nicht von Anfang an dazu, sondern man muss seinen Teil dazu beitragen, dass man Teil dieser Kultur werden darf. Du hast gerade gesprochen von Lösungen, die man vielleicht woanders gesehen hat. Außerhalb jetzt von TLGG, hattet ihr mal ein besonders cooles Arbeitsumfeld und könntet sagen, warum das besonders cool war, eine Kultur in irgendeiner anderen Firma? Also ich war ja ein paar Unternehmen vorher und ich kann sagen, überall konnte ich spannende, coole Dinge mitnehmen und konnte auch Dinge sehen, die mir überhaupt nicht gefallen haben, die am Ende ja dazu geführt haben, den Führungsstil bei mir zu prägen und mir eigentlich überall so ein bisschen Cherry-Picking-artig das Beste rauszusuchen. Aber wenn du nach meiner besten und coolsten Erfahrung fragst, dann ist die sehr früh in meiner Karriere gewesen. Ich bin sehr früh beim Spiegel Verlag eingestiegen und hatte die Chance, Spiegel Online und die Vermarktung von Spiegel Online aufzubauen, eine Firma auszugründen und hatte da einfach sehr viel Freiheitsgrade, ein hohes Vertrauen meiner Vorgesetzten in mich, was einfach für mich einfach sehr viel Werte bei mir selbst irgendwie getriggert hat. Und das war einfach eine coole Zeit. Das war eine Zeit, wo das Internet gerade groß geworden ist, wo wir viele Challenges hatten, aber auch viele Chancen. Und das in einem Unternehmen zu erleben, die da mit ruhiger Hand uns durchgeführt haben, die uns viel Freiraum gegeben haben, war einfach eine große Erfahrung für mich. Cool. Ich habe in meiner Karrierezeit ja noch nicht wirklich viel anderes gesehen als TLGG, deswegen fällt es mir schwer, da irgendeinen Vergleich zu ziehen und kenne das halt so ein bisschen ansatzweise durch die Arbeit im Aufsichtsrat, wie die beiden Unternehmen, in denen ich im Aufsichtsrat bin, ticken. Aber dass man da wirklich eine Kultur mitkriegt und erleben kann, das ist ja in der Position dann viel zu weit weg. Musst du drin sein. Ja, du musst drin sein, du musst operativ mitarbeiten, was bei mir halt nicht funktioniert.